Was ist? Ich muss zum Drive-In. Ich hab keine Fahrgäste, da kann ich mir auch schnell einen Kaffee holen. Ja, du, ich muss irgendwie den Weg zum Drive-In finden, es tut mir echt leid. Ja, hallöche Freunde der guten Laune und besser Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen und weiteren Video hier bei The Buzz. Und speziale Grande geht's hier auch weiter, denn wir sind auf der wunderschönen Ludwigshafen-Überland-Map vom guten Pascal. Der hat ja schon angekündigt, er will genauso wie Jens eine Streckenerweiterung herausbringen, hat das aber noch nicht gar nicht so richtig mit Release-Datum versehen können. Aber genauso wie Jens, der ist so fleißig dabei und hat es jetzt schon auf den Freitagabend herausgebracht und deswegen wollte es mir nicht nehmen lassen. Erst mal vielen lieben Dank für deine Credits, dieses Video bzw. diese Map euch heute auf einem Samstagnachmittag vorzustellen. Bevor wir aber gleich loslegen und uns das Ganze hier ein bisschen angucken, es geht nämlich hier entlang, wir gucken uns im Übrigen auch nur die Streckenerweiterung an, genauso wie bei Jens auf der Heinsberg-Map werden wir nochmal ein separates Video machen mit der kompletten Linie und dann in VR. Bevor wir aber gleich loslegen, erst einmal seid so lieb, gerade die beiden sind mit von der Partie. Geht gerne mal in die Videobeschreibung auf den ersten Link, da könnt ihr gerne für den besten Mod 2023 abstimmen. Die Gewinner und die Gewinnerin, die werden dann durch uns ermittelt mit dieser Abstimmung und können kleine Sachpreise wie zum Beispiel einen Steam-Gutschein gewinnen. Ist was Kleines, Feines, ich wollte euch trotzdem einfach damit einfach ein bisschen huldigen. Die nächsten zwei Links darunter, die sind quasi so ein kleines Spendenkonto, einmal auf PayPal, einmal auf GoFundMe. Da könnt ihr gerne 1-2 Euro da lassen, dann können wir von diesem Gesamtbetrag, mittlerweile sind es nämlich auch schon 50 Euro, können wir ganz gerne den ersten, zweiten und vielleicht sogar dritten einen kleinen Sachpreis zukommen lassen. Wie gesagt, in Form von einem Steam-Gutschein. Nochmal ein kleiner Hinweis, der gute Poschi war jetzt so fleißig gewesen, hat alle seine Mods nämlich geupdatet auf die aktuellste Version 2.4. Beta, schieß mich tot. Leider Gottes glaube ich zum Moment, dass einen dieser Mods den Abstoß von The Buzz ein wenig verursachen. Ich habe alle Mods von Poschi mal deaktiviert, um es einfach auszutesten, weil ich wollte jetzt einfach nur die Strecke mal kurz für euch austesten. Und sehe da, das Spiel hat jetzt im vierten Anlauf auf einmal funktioniert, nachdem ich alle Mods da deaktiviert habe. Guckt also gerne nochmal nach und ja, das war jetzt einfach nur mein Aufruf dazu gewesen. Okay, legen wir los. Wir sind hier mit den VDL unterwegs. Wunderschöne Palatin-Lackierung. Und ich würde mal sagen, aktivieren wir den Bus. Wir sind mit der Linie 571 unterwegs. Ganz kurzer Hinweis, der Pascal hat mich darum gebeten, ich soll mir mal die Roadmap angucken. Der hat nämlich bei Google Earth ungefähr mal hier dargestellt, wie das Ganze hier auszusehen hat. Und das Bild zeige ich euch mal kurz hier. So ist die Linienführung in diesem Gebiet hier bei Google Earth, damit ihr mal so einen kleinen Einblick habt, worum es hier wirklich geht. So, und dann sollen wir uns nochmal hier so ein bisschen die Linienführung angucken. Wir sehen zum Beispiel hier, dass da wahrscheinlich noch andere Linien dazukommen. Wo sind die? Die Linien sind schon vorhanden. Auf alle Fälle werden wir jetzt mit der 571er Linie fahren. Und was mir der gute Pascal geschrieben hat, ist folgendes, dass die 581er und die 571er Linie zu der Erweiterung dazugehört, die 580 nur bis Berliner Platz. Das heißt, es ist auch eine neue Haltestelle. Das sehen wir, glaube ich, aber auch hier. Guck mal, die 580 steht auch hier. Ludwigshafen, Berliner Platz. Sehr schön. Das sieht richtig cool aus. Oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen, wa? Oh, der nächste Bus kommt schon in 16 Minuten. Der 580er. Gut, steigen wir mal ein. So viel dazu. Also, Linie 581 und 571, das sind die Linien, die die neue Streckenerweiterung komplett mit sich tragen. Motor an. Ja, okay. Hält alles auf, ihr Tank, Strom hat er. Dann werden wir mal ganz kurz hier unsere Ibis aktivieren. Wie gesagt, ich würde ganz gerne die komplette Linie nochmal im VR fahren. Mir macht es persönlich richtig viel Spaß. Und dann können wir uns einen richtig schönen gemütlichen machen. Falls ihr nicht Lust habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir können mal gucken, also wenn ihr da vollkommen... Ich finde VR richtig cool, gerade mit Bus-Simulator verbunden. Ist schon ein schönes Erlebnis. Ja, und ich wundere, ich habe natürlich sämtliche Mods erstmal deinstalliert. Hauptsache Ludwigshafen-Überland-Map, die wollte ich gerne euch jetzt hier mal gerne zeigen. So, Leute, ihr könnt gerne einsteigen. Warte mal, wir probieren was aus. Die Bar ist eröffnet. Okay, gut, die Bar ist anscheinend doch nicht eröffnet, die wollen nicht. Gut, wer nicht will, der hat schon. Man kann ja auch mit Fahrrad fahren. So, Parkbremse einmal lösen, haben wir. Wir gucken in den Spiegel und dann würde ich sagen, fahren wir los. Oh, ja, natürlich. Den Gang müssen wir ja auch noch einlegen. Ha, herrlich, freue ich mich.
So, also ich bin gespannt. Wie gesagt, wir starten jetzt hier direkt bei der Streckenerweiterung. Ganz kurz mal, das hat man noch gar nicht was angeguckt. Die aktuelle Streckenführung belief sich ja eigentlich nur hier in diesem Bereich und in diesem Bereich. Das war schon ein neuer Streckenabschnitt gewesen. Dieser komplette Streckenabschnitt, der ist komplett neu. Den könnt ihr auch mit euren eigenen Betriebslinie versehen, wie ihr gerne wollt. Das werden wir uns auch mal im Laufe dessen angucken. Da bin ich auch schon mal ziemlich doll gespannt. Wie gesagt, jetzt machen wir uns hier erstmal einen kleinen Eindruck. Deswegen auch ohne VR. Denn VR ist natürlich ein bisschen anstrengend, auch gerade wahrscheinlich beim Zugucken, und man kriegt nicht so viel mit. Hier läuft es alles, sagen wir mal, solide. Man kann sich alles in Ruhe angucken. Ich habe schon einige Bilder gesehen. Ich bin ziemlich doll gespannt, weil Pascal, wie gesagt, hier geht es gar nicht vergleiche, wer hier wo was macht. Ich finde es aber richtig schön, dass ein Jannis, ein Willi, ein Pascal, die aktuell halt einfach wirklich die bestentwickelsten Karten machen, sich da gegenseitig diese Props geben. Und Pascal geht in einen Bereich, der sehr viele Elemente aus Berlin mitnimmt. Und das erste Mal auch, ich glaube jetzt von dem Map-Modding, ja, Straßenbahnschienen mit sich trägt. Darauf freue ich mich schon. Ja, wie gesagt, wir können uns ja hier mal so ein bisschen umgucken. Auch hier, der Drive-In, ein riesen Highlight. Verzeihung, oh, ein Glück habe ich es noch gesehen. Guck mal, die fahren da wirklich rein. Sehr schön gemacht, sehr schöne Idee. Cool gemacht. Können wir da auch reinfahren? Ich glaube nicht. Ja, ich probiere es mal lieber nicht aus. Ach, weißt du was, ich probiere es doch aus. So, müsste eigentlich reichen, wenn wir jetzt hier lang fahren. Mal gucken. Wo hier rein oder so? Ach, hier wahrscheinlich. Warte mal. So. Da kommen wir durch. 100 Pro. Ah, Pascal wird mich schon wieder hassen. Fahr doch einfach nur geradeaus, sagt er sich wahrscheinlich. Ich habe mir schon letztens geschrieben, dass er wegen mir ein, zwei unsichtbare Wände deaktivieren möchte, weil ich die überall durchfahre. So. Müssen wir mal gucken. Ja, hier wird es ein bisschen enger. Leute, ich hab Bugger. Ich habe sehr dollen Hunger, also komm, macht mal hier ein bisschen Platz. Das ist aber wirklich süß gemacht. So, kommen wir hier einmal rum. Natürlich jetzt hier mit dem Bus ein bisschen schwierig, aber wir kriegen das hin. Nicht umsonst bin ich amtierender bester Busfahrer der Welt. Ja. So, da ist der Drive-In. Oh, ich glaube, da kommen wir sogar durch. Warte mal, ich muss nochmal einen anderen Schwung nehmen. Ich muss noch einen anderen Schwung nehmen. Das kriegen wir hin. Vorsicht, Herr Pogger. Unterschätzt nie einen Busfahrer, der Hunger hat. So. Ah, kriegen wir schon hin. Das ist vielleicht ein bisschen die etwas größere VDL-Variante hier, aber das kriegen wir hin. Ja. So. Ah. So, schreibt mal in die Kommentare, was wollt ihr gerne haben? Cheeseburger, Hamburger, Veggie-Burger, alles ist dabei. Pommes. Das wird natürlich jetzt hier ein bisschen eng. Aber ich denke mal, wir kriegen das hier so hin. So, vorsichtig. Okay, in welcher Welt habe ich jetzt gedacht, dass ich da durchkomme? Einfach, da kriegen wir hin. Gut, denn halt so. Hallöle, ja. Zwei Doppel-Cheeseburger mit Jalapenos und Käse-Sahnesoße und, ja, Pommes mit Mayo. Danke. Gut, jetzt hier rauskommen. Okay. Ich wollte es mal probieren, das tut mir echt leid. Das war wahrscheinlich nie vorgesehen. Aber der Drive-In ist verdammt cool gemacht. Zumal, habt ihr es gerade so ein bisschen bemerkt, in meiner gesamten terrorartigen Aktion, die ich gerade an den Tag gelegt habe, nur weil ich zwei Cheeseburger haben wollte. Die Autos warten wirklich beim Drive-In. Die warten da gefühlt so eine halbe bis ganze Minute und erst dann fahren die durch. Das ist richtig cool gemacht. Und das hier, Pascal, das sieht traumhaft aus. Schön. Oh, das sieht aber wirklich toll aus. Hier mit den ganzen Häusern. Ihr müsst immer so ein bisschen wissen. Ich weiß nicht, wer von euch aus Berlin kommt. Hände hoch, in die Kommentare mal schreiben. Oder wer schon mal in Berlin war, auch Hände hoch, mal in die Kommentare schreiben. Berlin ist ja wirklich sehr vielfältig. Und das macht Berlin so schön.
egal aus welchen Nationen und Herrgottsländern die Leute kommen, welcher Sprache sie sprechen, das spiegelt aber Berlin generell wieder. Durch die gesamten Bezirke, die wir halt haben, da sieht Berlin nicht so aus wie, oder ein Bezirk sieht nicht so aus wie jeder andere Bezirk. Und das macht so ein bisschen den Charme aus. Natürlich sind wir hier, nicht in Berlin, in keinster Weise, sind hier in Ludwigshafen. Und natürlich gibt es Pascal natürlich den Moin. Bereich rund um Ludwigshafen wieder. Mir geht es bloß darum, er schafft es wirklich auf eine schöne Art und Weise, das so wiederzugeben, wie es halt auch wirklich so ist. Nicht jede Stadt hat wirklich genau dieses Bauschema und das war es gewesen, in keinster Weise. Und das kenne ich auch halt in Berlin wieder. Bei uns in Berlin ist es auch so. Da ist auch nicht die Stadt so aufgebaut wie jeder, wie also jeder Stadtteil wie der andere Stadtteil oder so. Die sind so unterschiedlich ineinander und das ist echt toll. So, du kriegst, glaube ich, das hier, wa? Nee, du kriegst nicht das. Was hast du denn hier genommen? Einzelticket, Einzelticket Schüler. Einzelticket Schüler. Stadttarif? Ja. Mensch. Die sehen aber auch immer jünger aus. Die Mädels. Ist schon scary. Aber gut. Okay, weiter geht's. Nee, aber wirklich toll gemacht. Es hat wirklich richtig Stadtflair. Muss man echt mal sagen. Toll. Mann. Auch mit den Bäumen. Oh, das ist so schön gemacht. Boah, jetzt darf ich wirklich nicht vergessen, hier auch ein paar schöne Thumbnails zu machen. Ach, ey, da fällt es ja auch immer schwer, was dazu zu sagen. Also ich bin jetzt gerade, nicht nur, dass ich ein bisschen verschnupft bin und sowieso ein bisschen mehr gerade durch meinen Mund atmen muss, aber mein Mund steht gerade offen. Hier haben wir links eine schöne Tankstelle, aber mit den Bäumen auch so schön, auch unterschiedlichste Bäume. Es hat richtig, richtig Atmosphäre. Boah, sieht das toll aus. Meine Güte. Und wie gesagt, wir dürfen immer wieder nicht vergessen, wir sprechen ja hier auch, wie gesagt, schöne Grüße an Janis und an Willi auch raus. Sie machen auch so tolle Arbeit. Aber wir reden hier immer noch hier von einer Map. Natürlich mit den Elementen, die TMA dem freigibt. Müssen wir hier, nee, müssen wir nicht halten. Das war bestimmt der Berliner Platz gewesen, kann das sein. Aber wir reden hier immer nur, dass die halt die Elemente bekommen und daraus machen die halt was. Und das sieht aber atemberaubend schön aus. Auch hier die Kreuzung ganz toll gemacht. Mann. Herr Jemini, sieht das toll aus. Auch hier 3D. Also diese 3D-Elemente, dass auch mal hier ein bisschen runtergeht. Auch eine schwierige Sache, habe ich mir so ein bisschen sagen lassen. Dieses, sagen wir mal, 2D wirklich nur auf einer Ebene arbeiten, okay, ist schon schwer genug, aber dann 3D das Ganze auch senken und dementsprechend auch die Häuser ein bisschen abzupassen, ist sowieso ein bisschen problematisch. Aber cool, toll. Schön so eine Unterführung runter. Ja, jetzt kommen wir zur nächsten Haltestelle, das ist Mundenheim Bahnhof. Ziehen wir den Bahnhof auch hier? Ja, tatsächlich. Guck mal hier. Da ist der Bahnhof. Leco mio. Pascal, wie viel Arbeit steckt denn da wieder drin? Das sieht so cool aus. Auch hier toll gemacht. Cool. Fahrkarte will keiner haben. Machen wir die Türchen zu. Toll. Also auch wirklich. Schön. Ach Mann, ey, das ist wirklich toll. Ihr müsst dazu wissen, ich muss natürlich auch mal so ein bisschen gucken, wo ich meine Zeit finde, Videos zu machen. Ich bin ja auch ein bisschen arbeitstätig, dann will ich doch Zeit mit meiner Freundin hier verbringen. Die ist gerade im Solarium und deswegen mal, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen auf die Schnelle, halt so ein Video gemacht. Und die wird sich wahrscheinlich nachher wundern, warum ich mit einem Lächeln gleich ins Auto einsteige, weil wir gleich einkaufen werden. Großeinkauf fürs Wochenende. Ach, das ist wirklich, also, sie wird es nie verstehen, aber es ist halt wirklich was Schönes, wenn Leute sowas Schönes kreieren. Aus eigentlich wirklich einem guten Spiel. Ich habe jetzt schon so ein bisschen gelesen, manche sind so von Sebastian nicht so erfreut. Ich versuche euch da immer auf alle Fälle einen Rat zu geben. Natürlich, wenn ihr nur Sebastian rund um Berlin spielt, ist wahrscheinlich die Vorfreude, dieser Spaßfaktor, das sage ich immer wieder, irgendwann sehr gering. Und auch ich hätte wahrscheinlich Sebastian irgendwann nicht mehr angerührt. Und es war auch eine Zeit lang so gewesen. Aber wenn ihr erst so die Workshop für euch entdeckt und da coole Mods herunterladet, gerade solche Maps und gerade realistische Werbebanner vom Porsche, realistische Marken, all solche Sachen, dann habt ihr richtig viel Spaß damit.
Und diese stetigen Erweiterungen. Ich komme immer jeden Tag quasi nach Hause und gucke erstmal bei Steam aus, was Neues bei The Bus gibt. So, als kleine Info auch am Rande, wir werden nochmal ein kleines Video machen. Es hat jemand tatsächlich eine Übersetzer-Audio-Mod veröffentlicht, in dem die Passanten nicht nur Deutsch sprechen, sondern auch Englisch. Oh, das sieht cool aus. Warte mal, ich muss mal hier ein kleines Foto machen. Guck mal, hier haben wir die erste Mal so eine Bahnschienen. Oh, ein toller Spot. Guck mal, das gucken wir uns mal hier so ein bisschen an. Toller Spot. Wow. Schön, auch mit den alten Gebäuden. Mann, guckt euch das an. Oh, da wollte ich doch gar nicht hingucken. Ich spoiler mich gerade schon. Ich mache jetzt nur mal ein schönes Thumbnail hier. Ach, das sieht so toll aus. Ey, Mann. Eieiei. So, wir haben uns zwar jetzt ganz kurz das gerade eben schon angeguckt, aber meine Herren, ach, ist das toll. Ist das toll. Mann. Herr Jimini, jetzt müsst ihr euch doch mal vorstellen, ich glaube TML hat ja auch schon geplant, dass irgendwann auch Straßenbahn dazukommt. Und was wäre das erstmal, wenn hier die Straßenbahn fährt? Das sieht so cool aus. Das ist, glaube ich, so eine Einkaufspassage hier. Und er fährt die, das ist so schön. Das ist schön. Entschuldigung. Ich bin sprachlos. Das ist so toll. Das ist halt so richtig gemütlich. Ich freue mich, das Ganze schon im VR zu fahren. So, mein Kumpel, willst du hier rüber? Nee, okay. Toll. Schön. Pascal, vielen lieben Dank. Also wirklich, vielen lieben Dank. Achso, okay. Das ist ein Parkplatz. Ach, das ist so schön gemacht. Auch die Proportion der Fahrbahn, dieser Vegetation. Wow. Das ist wirklich Next Level. Toll. Das ist eine Mod. Das ist ein Mod. Schön. Ne, wie gesagt, und wenn irgendwann wirklich mal Straßenbahn hier fahren sollten, das wäre natürlich traumhaft schön. War auf alle Fälle immer angedacht gewesen, weil in Berlin haben wir auch viele Linien, wo auch Straßenbahn langfahren, gerade Berlin-Mitte rum. Und das war irgendwann mal angedacht gewesen. Muss doch hier ein bisschen aufpassen. Auch hier schön. Viele, viele neue Elemente mit reingebracht. Ich bin noch gar nicht mal so sicher. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. TML wird noch Elemente veröffentlichen oder hat schon neue Elemente veröffentlicht? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe auf alle Fälle bei TML, ich habe die nämlich abonniert bei Instagram, um halt so ein paar neueste News, da habe ich mal sehr viele Entwickler da abonniert, damit ich mal gucken kann, was sie Neues rausbringen. Und da hat TML auch rausgehauen, dass sie, wie gesagt, neue Elemente veröffentlicht haben oder es noch vorhaben. Toll, schön. Auch dieses Verkehrssystem hier schön mit Rechtsabbieger, was hier total Sinn macht. Dann kommt man so ein bisschen Stau. Schön. Schön. So, Ludwigshafen-Rasching ist der nächste Halt im Übrigen. Wir müssen ja noch so ein bisschen die Linien beachten. 50 dürfen wir eigentlich hier fahren. Ich glaube, wir müssen jetzt hier links abbiegen. Ja, war. Schön. War ein bisschen so früh geblinkt, war, aber gut. Hier auch wieder eine Tankstelle. Auf der rechten Seite. Das macht doch so viel Spaß, denn hier rumzufahren. Und läuft super. Läuft wirklich super. Ich habe, glaube ich, immer noch alles komplett hochgeschaltet. Passanten 100% und auch 100%. Das ist sehr schön. Dicht besiedelt, aber auch nicht zu extrem überfüllt. Und selbst wenn, wird es halt Spaß machen. Und wer darf natürlich nicht fehlen? Der Bagger darf nicht fehlen. Ich finde, der gehört immer dazu. Es wird überall gebaut und gewerkelt. Sehr schön. Hallo. Hallöle. Also, bei dir hätte ich mich jetzt gewundert, weil jetzt auf einmal hier Schülerticket rauskäme. Tagesticket 1 bis 5. Das heißt, wir müssen einmal zurück. So ein Tagesticket, wa? 10:30, genau. Einmal im Bar. Dann kriegst du deine... Oh, scheiße. 70 Cent. Und 9 Euro hat man gesagt, wa? So. Preis? Fragezeichen. Ticket. Ach, guck mal, hier wieder ein Schülerticket.
Stadttarif war, hier war es gewesen. Schüler. Gnö. Und hier 40 Cent. Achso, und Bahn natürlich hat sie gezahlt. Ihr könnt auch ruhig mit Karte zahlen, Freunde. Wir sind in der Moderne angekommen. Hallo, ich hätte gerne einen Fahrschein. Ein Lufttarif, das auch wirklich sowas gibt, ist ja. Luftlinie, ist das hier? Ja. Bei uns gibt es, glaube ich, nur 3-4 Tickets. Ein Fahrschein, bitte. Auch wieder ein Schülerticket. Ticket Schüler. Und bar. Toll. So, hinten auch zu. Ja, wir können weiterfahren. Guck mal kurz, wo wir auf der Map sind. Oh, ein kleines Stück ist auf alle Fälle noch, aber schön. Also da vorne auf alle Fälle zur Endstation kommt nochmal ein riesen Highlight. Das sind aber auch so die Dinge, die leider auch auf der kasachischen Map, die wir hatten. Dazu wollte ich eigentlich auch nochmal ein komplettes Video machen, aber seht es mir ein bisschen nach. Ich werde versuchen, die Kommentare halt dann auch so ein bisschen zusammen, dann können wir es separat noch irgendwie machen. Aber die Map hat mir halt leider nicht so gut gefallen. Es ist schön, dass sowas gemacht wird, aber da fehlte mir halt dieser gewisse Highlight am Ende. Wurde bis heute leider auch nicht großartig geupdatet. Ist trotz alledem bei unserem Contest der besten Mod dabei, weil einfach es oft runtergeladen worden ist, gut bewertet worden ist und mit den neuesten Updates aktualisiert worden ist. Das war ja auch das Wichtigste gewesen, denn wenn Aerosoft bzw. TML ein Update herausbringt, kann es manchmal sein, dass die Mods, die ja aus der letzten Version hochgeladen worden sind, nicht unbedingt mit der neuesten Version kompatibel sind. Und das war mir zum Beispiel wichtig gewesen. Da gibt es unzählige andere Sachen, deswegen war auch der Porsche ja auch eigentlich in der näheren Auswahl gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt haben da alle Mods nicht funktioniert, dass sogar manche mich angeschrieben haben, ob ich den Porsche mal fragen kann, ob er die Mods da machen kann. Aber ich glaube, der war auch da mitten mit anderen Sachen beschäftigt und hat die jetzt auch alle quasi geupdatet. Nur, dass es bei mir leider jetzt nicht funktioniert hat, das Spiel zu starten. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich gewesen, aber da haben wir ja auch schon gesagt, da kriegt Porsche sowieso einen kleinen Ehrenpreis, auch wenn der junge Mann, das ist wirklich schlimm, auch gar nichts für sich annimmt. Das war wirklich als Beispiel, ich hatte damals einen Aufruf gemacht, wer hat denn vielleicht die Möglichkeit, oh okay, mein Buschbuch ist schon wieder vorbei, wer hat denn die Möglichkeit für mich eine Stickotin-Lackierung zu machen, besonders glaube ich für einen Fernbus und da war es gewesen, und darauf hat sich der gute Porsche nämlich gemeldet, hat für mich die nämlich gemacht, für den Fernbus und für The Bus, und ich hatte ihn, glaube ich, 10 Euro hatte ich dir, glaube ich, überwiesen, oder ich wollte den Gutschein, auf alle Fälle habe ich den Spiel gekauft, was du haben wolltest, du hast sofort storniert und meinst, du willst dafür nichts haben. Genau, so war es gewesen. Ach, du, also, nimmt es einfach an. Wirklich. Ich rück jetzt einfach mit der Sprache mal hier raus. Das, hat, das können wir ja mal ein bisschen Tacheles reden. Sonst denkt ihr andauernd, oh, der redet ja hier nur über die Map so quietschbunt fröhlich. Mich hatte Flashbus angeschrieben für eine Kooperation mit denen bei Instagram und wollten Preisliste von mir haben. So, ich habe mich natürlich immer ein bisschen schlau gemacht, meiner Reichweite, was ich verlangen dürfte. Habe auch gesagt, hey, hier, so sieht es zum Beispiel aus. Das können wir gerne machen. Ich muss auch dazu sagen, ich glaube nicht, dass Flashbus jetzt einfach mal für eine Story 50 Euro blättern würde oder so. Und das ist halt leider so ein bisschen daran gescheitert. Ich hatte den aber freigestellt, hier in meine kleine Spendenkasse für den besten Mod und für die Gewinner halt auch einen gewissen Geldbetrag hineinzuspenden, und dann mache ich bis zum Ende des Monats halt Werbung für die, mache halt eine Story, wo ich die gerne verlinke, würde mir sowieso vorher deren Radiosender ein bisschen angucken, weil ich es eigentlich eine coole Sache finde, wenn man für ein Spiel einen Radiosender macht. Ich muss aber dazu sagen, und da muss man auch wirklich dann sagen, verstehe ich auch vollkommen, wenn man sagt, ja, man will seine Ressourcen, so war nämlich dann die Antwort gewesen, also man hat es dann abgelehnt, die 50 Euro, man muss seine Ressourcen für andere Sachen gucken, aber vielen Dank für die Antwort, verstehe ich auch voll und ganz, weil ich glaube nicht, dass Flashbus jetzt unbedingt da, Flashbus FM heißen die, glaube ich, nicht unbedingt davon lebt, dass man von TML großartig Geld bekommt. Das ist, glaube ich, einfach nur Fanprojekt und man hat einfach Spaß daran, halt ein Radiosender zu sein und mit seinen Freunden zusammenzuhängen. Deswegen war es mir auch ein bisschen unangenehm, halt diesen 50-Euro-Betrag zu nennen, aber ich musste halt auch langsam sicher daran denken, wenn jemand mir eine Kooperation anbieten möchte und sagt, wegen Preisliste, dass ich halt auch mich nicht unter Wert verkaufe, meine ich jetzt. Weil sonst heißt es irgendwann, naja, geh mal zu denen, weil der macht es für 5 Euro oder so, was auch eigentlich viel Geld ist oder so, aber das kann sich dann, sagen wir mal, zukunftsperspektivisch natürlich
ja, nicht so gut darauf machen. Deshalb sage ich lieber ganz ehrlich, da mache ich halt diesen ehrlichen Preis. Ich google nach, das wird von allen Seiten geraten. Das wird halt von Medienanwälten, vom Medienmanager wird es geraten, dass man ab einer bestimmten Reichweite von 500 bis 1000 Follower bei einer Kooperationanfrage bis zu 40, 50 Euro pro Post oder pro Story verlangen kann, dass ich gleich den Weg gehe, weil das zieht sich sonst wie so ein Binnenfaden durch die gesamte Laufbahn, wenn man erst damit anfängt. Dann denke ich mir, ganz ehrlich, dann fange ich lieber jetzt damit an, schon den Preis zu nennen. Die können immer noch abspringen, verstehe ich vollkommen. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Und ja, so viel einfach mal dazu zwecks Geld. Wir kommen aber mal wieder zurück. Wir sind nämlich jetzt hier im letzten Abschnitt quasi schon fast angekommen, nämlich der Streckenerweiterung. Und das sieht auch wieder hier so schön aus. Schöne neue Gebäude, so Neubauten, die hoffentlich nicht nur Eigentum sind. Ist ja, ich weiß nicht, wie der Wohnungsmangel im NRW ist, aber bei uns in Berlin holla die Waldfee, ey, Wohnungsmangel bis zum geht nicht mehr. Und es gibt auch keine richtige Gesetzgebung dafür, dass man leerstehende Wohnungen irgendwann abgeben muss. Ein Arbeitskollege hat mich darauf hingewiesen. In Madrid ist es so, dass die, glaube ich, nach ein paar Wochen müssen die vermietet werden. Da greift der Staat ein und sagt, weißt du was, du hast eine leerstehende Wohnung, die ist quasi in Anführungsstrichen kernsaniert und du lässt sie einfach nicht verkaufen, weil viele kaufen diese Wohnung und lassen die selbst 3 Jahre stehen, bis der Höchstbietende kommt. So investiert man halt quasi sein Geld, so kann es aber sein, dass du halt, sagen wir mal, 100% Gewinn machst. Du kaufst eine Wohnung für eine Viertelmillion und irgendwann ist der Wohnungsmarkt so eng ausgeschöpft, dass welche dann für eine 500.000 geben. So viel dazu. Was ist jetzt vollkommen egal ist, weil wir genießen das jetzt hier einfach mal. Guckt euch das an, mit den Fahrradspuren. Ist das nicht toll? Hier, können wir da auch später reinfahren? Wir könnten da später reinfahren. Ist das toll? Wollen wir da reinfahren? Wir fahren irgendwann mal da rein. Wir machen uns mal eine schöne Spur und gucken mal. Pascal, wenn du so lieb wärst und das vielleicht gerade siehst und Muße hast, kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Strecken man vielleicht auch gerade hier in diesem Bereich, kann man hier manche Seitengassen benutzen, um, sagen wir mal, einfach links zu fahren, irgendwann rechts zu fahren. Schreibst du mir mal in die Kommentare, da ich das weiß. Schön. So, und hier ist, ach, guck mal hier. Ludwigshafen, Berliner Platz, hier ist die Endstation im Endeffekt für die 580er-Linie. Oh, das ist toll. Auch hier, wir sehen es ja hier vorne, hier geht es eigentlich einmal rechts rum. Wir müssen geradeaus fahren, das müssen wir, glaube ich, beachten, wa? Ist richtig, wa? Also wir fahren jetzt geradeaus, ja. Ist es eine Einbahnstraße hier eigentlich? Ich mache das hier einfach so, ist mir jetzt auch egal. Ist, glaube ich, alles richtig, was ich jetzt hier mache, wa? Hoffentlich. Oh, oh, okay. Bisschen Whisky. Wo bin ich denn jetzt unterwegs? Darf ich hier fahren? Ich darf hier, glaube ich, fahren, wa? Ihre nächsten Anschlüsse S1 nach Homburg Hauptbahnhof über Ludwigshafen. Hier lang? Ach, ist das süß gemacht. Darf ich? Wo darf ich denn lang fahren? Wo fahre ich denn jetzt lang? Oh, ist das schön. Das erinnert mich an meine Kindheit. Oh, das erinnert mich voll an meine Kindheit. Och, ist das, ach, ist das süß gemacht. Ist das toll gemacht. Oh, das ist eine süße Umleitung. Toll. Ich hatte es, glaube ich, schon ab und an mal erzählt, warum ich so eine Affinität für Busse habe, auch Busse so toll finde, ist folgendermaßen, als Kind mit meiner Mutter dann immer von A nach B so ein bisschen gefahren, vom Kindergarten abgeholt, oder wir sind zum Einkaufen gefahren. Und dann war bei uns in der Nähe einer Hauptstraße, war sehr viel Bauarbeiten gewesen. Und da mussten sie dann auch, die war zweispurig gewesen, die eine Spur sperren und mussten auch so eine Art Schlängelinie mit diesen ganzen Baustellenbereichen halt absichern. Und da musste der Bus da so durchzirkeln und da musste auch dann mal ab und zu nach links oder rechts wechseln. Und ich saß dann immer vor, hab mir das angeguckt und ich fand das so faszinierend. Der Fahrer mit dem großen Lenkrad, damals waren die Lenkräder ja noch ein bisschen größer, sind sie ja immer noch, aber schon wesentlich größer und auch so senkrechter oder waagerechter, wie man es auch immer jetzt sehen möchte. Und ach, das ist toll gemacht und das sah so cool aus und da habe ich wirklich meine Affinität für Busse entdeckt. Dann habe ich dann mir so ein Gelenkebus-Spielzeugauto gewünscht und da habe ich aus Lego den Straßen gemacht, dass er so durchschlängen muss. Richtig toll. Natürlich, das kriegst du, mein Freund. Oh, meine Karte, sehr schön. Einzelticket. Kind. Karte. Was will der Nächste haben? Hallo. Luftlinie. Ja. Wie viel würde das denn kosten? Ja, wenn du mit Karl zahlen würdest, ist schneller, aber perfekt. Bar und passend. Du bist mir einer. Hallo. Ein Ticket bitte. Eins, das hier? 5,20, ja.
Und Handy, sehr schön. Ihr seid meine Freunde, meine Freunde. Oh, hier aufpassen. Kabelschächte. Oh, toll. Oh, schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Ach, oh, ist das toll. Foto. Also nicht nur Foto, wir gucken uns das ganz kurz mal hier im Fotomodus an. Wie dicht bebaut das Ganze ist. Auch hier, guck mal. Wow. Cool. Nee, traumhaft. Wirklich schön. Oh, jetzt kommen die ganzen Autos. Hoppala. Das sind Bayern hier. Schön. So, wieder wie ein paar. Wo stehen Schilder? Ludwigshafen, Wilhelmhart-Museum. Auch der Aufbau der Linien ist toll gemacht. Wie gesagt, das kenne ich ja auch. Das fand ich damals auch so cool. Auch bei uns, Da kannst du wirklich erhalten. Das ist ja cool gemacht. Ah, das ist ja süß gemacht. Bei uns nehme ich unser Center. Wir haben so. Ich komme ja aus eigentlich einem relativ großen Bezirk. Und wir haben aber ein relativ kleines Einkaufszentrum. Aber als es damals gebaut worden ist, war es schon damals ein riesen Highlight gewesen. Und da war es auch so gewesen, da hast du dann auch die Straßenbahnlinien gehabt, so wie hier. Und die Busse sollten daran halten. Und das fand ich damals auch so cool und faszinierend. Das habe ich dann auch mal mit in meine Fantasie reingenommen, wenn ich dann mit meinem Busspielzeug rumgefahren bin. Toll. Also quasi so richtige Kindheitserinnerungen, die Pascal gerade in mir weckt. Sehr schön. Also wie gesagt, sehr tolle Linien für Pascal. Ich bin sowieso niemand, der gerne irgendwie jetzt Sachen vergleicht oder bewertet, weil für mich sind Mods einfach eine hohe Kunst, die viel Zeit brauchen und einfach viel Leidenschaft und Liebe. Aber Pascal, was du hier gezaubert hast, ist einfach atemberaubend. Wirklich, vielen lieben Dank. Wir sind auch gleich am Ziel angekommen. Also, wow, schön. Pascal, vielen lieben Dank. Die letzte Minute hier zur Endstation, die gehört jetzt einfach mal dir. In der Videobeschreibung alles verlinkt zu seinem YouTube-Kanal. YouTube Kirmes-Fan Rheinland-Pfalz war es, glaube ich, gewesen. Instagram war es gewesen. Hier und dort. Der Mod ist sowieso verlinkt. Guckt euch den gerne an. Pascal, wirklich vielen lieben Dank für deine Mühe und Not. Gerade auch wirklich das noch früher rauszubringen. Erst war es auf alle Fälle ohne Termin gewesen, aber in nächster Zeit, dann hieß es Sonntag. Wir schreiben ja immer so privat. Und hat er gesagt, auf dem Freitag. Und da wollte ich mich nicht nehmen lassen, da mache ich dann sofort ein Video. Freitag auf 20 Uhr war es gewesen. Das habe ich dann nicht mehr geschafft, da das Video noch zu machen. Deswegen gleich, meine Freundin ist jetzt gerade im Solarium, mich hinter mein Lenkrad gesetzt, um schnell das Video zu machen, damit es heute auf den Nachmittag herauskommen kann. Also vielen, 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 vielen lieben Dank für diese wirklich tolle Map-Erweiterung. Und wie gesagt, das werden wir uns mal in der nächsten Folge komplett angucken. Wenn wir mal gucken. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir VR gucken wollen oder halt ganz normal. Schreibst du gerne mal in die Kommentare. VR ist natürlich das Doofe, da haben wir keine Fahrtickets. Ich würde es, glaube ich, davon ausmachen. Das heißt jetzt nicht, ihr müsst jetzt das Video klicken und Kommentare schreiben. Wenn das Video wirklich mehr als, sagen wir mal, 10 Kommentare hat oder 8 Kommentare, dann werde ich es ohne VR spielen, weil dann kann ich dann gerne mal auf eure Kommentare besser eingehen. Bei 5 Kommentaren kann ich es mir ein bisschen besser merken und dann erwähne ich euch dann einfach mal so in der VR-Brille, weil ist ja natürlich die Kommentare nicht. Oh, sehr schön. Toll. Freunde, das war es erstmal gewesen. Ich hoffe, ich habe im Groben und Ganzen euch die Linie gut zeigen können und wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski und Pascal, an dich vielen lieben Dank für diese tolle Map. Schön. Schön, richtig toll. Achso, ganz kurz, ich hab's gerade gesehen, ganz kurz, wir können ja kurz mal hier weiterspielen. Das will ich jetzt auch nicht vergessen, habe ich aber auch jetzt gesehen, weil ich jetzt hier bei MVDL nicht davon ausgegangen bin. Ihr habt die Schnellfunktionstaste, habt ihr endlich mit dabei. Die hat nämlich gefehlt, die kam jetzt mit dem letzten Update. Sehr schön. Also Freunde, wir sehen uns, wa? Ja, du, nimm dir ein Ticket. Kannst du Karte zahlen? Nimm dir einfach ein Ticket, wenn du willst. Heute bist du der Busfahrer, wa? Einfach reinsetzen, Motorrads an, Türen sind ja 1 und 2 belegt. Wir haben nur 2 Türen hier. Von daher, ach, ich genieße jetzt hier noch ein bisschen die Gegend. Ist das schön hier. Also, Freunde, macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. So, wo muss ich denn lang hier? Oh, ich gehe einfach geradeaus, da ist grün. Schnell rüber, aber pst. Über Rot geht hier bitte nicht. Oh, cool. Park in Ludwigshafen. Toll. Eigentlich müssten wir auch mal zu Fuß Video machen, wa? Um das alles mal anzugucken. Ist das toll. Ist das toll? Mann, Mann, Mann. Ja, stimmt, man könnte eigentlich auch wieder zurückfahren.
Machen wir bei der nächsten Folge. Bei der nächsten Folge fangen wir hier natürlich an. Da werden wir wieder den kompletten Weg zurückfahren. Die sind seine Freunde. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. Ah, ist das schön hier. Ah, toll. Aber das in VR wäre schon geil, ey. Mann, ey. Entschuldigung. Habe ich die Aufnahme immer noch? Die Aufnahme läuft noch. Okay. Regie, bitte einfach abbrechen. Abbrechen. Ich werde emotional und sentimental. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.